Gerne Tante Emma online. MP3. Definitiv Steak, Medium mit ganz viel Chili. Fleisch ist mein Gemüse. Ganz klar elektrisch. Oh Gott, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also natürlich ärgert man sich immer als Verbraucher ganz, ganz oft. Und das Spannende ist aber, man darf sich nie beschweren, wenn man Politiker ist, weil dann heißt es immer, oh, ihr müsst das also gleich ändern. Das letzte Mal, als ich mich dann öffentlich mal geärgert habe, auch über ein Verkehrsmittel, gab es gleich auch einen riesen Shitstorm. Aber ich fühle mich eben nicht nur als Politikerin oder nicht nur als Mutter, ich fühle mich auch als Verbraucherin. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass ich selber meinem Ärger Luft machen darf. Da ist meines Erachtens nicht so ganz schnell mit einer Einigung zu rechnen. Und wir müssen schon bei diesen ganzen Gesetzgebungen, auch auf europäischer Ebene, die in vielen Fällen gut gedacht sind, schon sehr darauf achten, dass nicht diejenigen, die man auch erreichen möchte, wie beispielsweise große amerikanische Konzerne, dann diejenigen sind, die am Ende gewinnen. Warum? Weil sie natürlich auch geschlossene Ökosysteme haben, weil sie auch die Situation haben, dass sie auch die Verbraucherinnen und Verbraucher schon so erzogen haben, dass da ganz leicht Häkchen gesetzt werden und viel akzeptiert wird. Und deswegen versuche ich schon auch, dass wir unsere eigenen Geschäftsmodelle im eigenen Land da immer schützen können und arbeite auch dran. Bei allen Geschäftsmodellen, die vielleicht jetzt nichts mit Haptik zu tun haben, sondern digitale Anwendungen, dass sich da Verbraucherinnen und Verbraucher auch darauf verlassen können, dass es da bestimmte Gütesiegel gibt, beziehungsweise dass sie auch wissen, was sie sich einkaufen. Also da setze ich sehr stark drauf, dass wir es noch besser schaffen, auch noch schneller auch auf neue digitale Geschäftsmodelle reagieren zu können, damit auch unsere Bürgerinnen und Bürger, in dem Fall dann eben als Verbraucherinnen und Verbraucher, dann auch wissen, im wahrsten Sinne des Wortes, was sie sich einkaufen.